So, hallo zu einem neuen Elektronikvideo von mir. Ich habe hier mal eine Auswahl von Powerbänken oder heißt Powerbanks? Keine Ahnung. Powerbänken. Und da gibt es zwei Arten. Oder fangen wir anders an. Ich benutze die eigentlich ganz gerne, um hier meine selbstgebastelten elektronischen Geräte wie diesen Timer zu benutzen. Weil da ist ja meistens dann ein Mikrocontroller drin. Und ich habe hier oben gerade einen. Man steckt das dann hier einfach nur unten rein. Und die Powerbank liefert mir 5 Volt. Und jetzt habe ich hier gerade einen Multitimer. Da kann ich zum Beispiel ja die Uhrzeit anzeigen lassen oder eine Stoppuhr machen. Okay. Und warum habe ich denn jetzt drauf geklickt? Genau, erst auswählen und dann Start. Und dann läuft da die Stoppuhr. So, jetzt ist mein Problem bei vielen Powerbänken, da gibt es zwei unterschiedliche Arten. Ja, diese Stoppuhr soll, weiß ich nicht, finde ich irgendwas stoppen, das soll mehrere Stunden laufen. Und wir werden gleich mal messen, wie viel Strom das zieht und wie lang dieser Akku da halten würde. Der hat, gucken wir noch mal drauf, 2000 Milliampere-Stunden. Und wenn der nicht reicht, könnte ich einen großen nehmen. Beziehungsweise da stellt sich dann ein Problem. Denn dieser kleine hier, das ist ein dummer Akku, sage ich mal. Eine dumme Powerbank. Dasselbe wie der hier. Und im Prinzip auch dasselbe wie hier der. Weil das ist nichts anderes. Den habe ich ja schon mal auseinander gehabt. Der ist mir mal runtergefallen und dann ist mir was kaputt gegangen und da habe ich ihn auseinandergenommen. Da ist nämlich eigentlich nichts anderes drin als, weiß nicht, ob man das sieht, hier hinten. In dem ist ein 18650er Akku drin mit 2000 Milliampere-Stunden oder 2,4 oder sowas. Man kann ja mal gucken, was hier drauf steht. Der hier hat 2600 Milliampere-Stunden. Da ist ein Akku drin. Und dann gibt es hier noch so eine kleine Platine. Und da ist eigentlich nichts groß drauf als eine Ladebuchse. Hier ist so ein bisschen Ladeelektronik. Das sieht man hier, das geht nur bis dahin. Ladeelektronik, wenn ich da was reinstecke, dass mir den Akku auflädt. Eine Abschaltautomatik, wenn Akku voll ist, dass er aufhört zu laden. Ja, und hier, wenn ich da was reinstecke, dann gibt da 5 Volt so um den Dreh ab. Und zwar überwacht das nochmal die Entladeelektronik. Und wenn er sagt, oh, die Entladespannung bzw. die Akkuspannung ist gesunken. Weil am Anfang hat das Teil ungefähr 4,2 Volt. Wenn man das jetzt direkt an dem 18650er Akku anschließen würde. Und die fällt dann auf bis zu ja, 3 Volt. Dann sollte man abschalten, weil dann merkt man, der Akku ist fast leer. Und wenn man dann noch weiter entleert, dann setzen chemische Prozesse in dem Akku an, die den Akku dann schädigen können. Man soll ihn dann nicht total entladen, man soll ihn nicht tief entladen, weil dann geht er kaputt. Und dann sieht er, aha, ich habe irgendwie nur noch so ein paar Prozent. Und jetzt schalte ich mal ab und dann liefert er keinen Strom mehr. So, und das Ding hat hier noch zur Besonderheit, man kann diesen Knopf drücken und dann geht halt die LED da an. Und zweimal. Genau, und wenn man einmal drückt, dann sieht man, wie voll das hier ist. Mit den 4 Leuchtdioden. 4 heißt voll. Das macht das kleine Platinchen. Und den nenne ich dumm, weil er nämlich Folgendes nicht macht. Der ist dumm, der ist dumm, der ist dumm. Der liefert mir Strom, bis er halt leer ist und dann abschaltet.
Und da sind diese kleinen sehr praktisch für Arduinos. Der hier ist eigentlich genau dasselbe, der ist sogar ein bisschen kleiner. Von hier bis hier ist ein 18650er drin. Und dann ist hier einfach nur noch oben die Anschlüsse. Und ja, ich glaube, der zeigt gar nicht an. Na hier, oh, hier ist irgendwie, leuchtet es dann blau, wenn er lädt. Der ist noch einfacher. Der hat also auch nicht diese smarte Logik drin, die die Großen haben. Und diese smarte Logik macht nämlich Folgendes. Die versucht, so schlau zu sein, weil ihr Hauptgebiet das Laden von Handy-Akkus ist, von Smartphones-Akkus, rauszufinden. Die versucht, so schlau zu sein, rauszufinden, wenn denn der Handy-Akku voll ist. Und das macht es folgendermaßen: Wenn der Handy-Akku lädt, dann braucht er ja viel, ein Ampere oder sowas. Und fällt er dann runter, also wird dann eher voll oder fast voll, dann geht es runter. Und dann lädt er zum Beispiel noch mit 200 Milliampere und dann ist er voll. Und dann schaltet die Ladeelektronik vom Smartphone ab und dann lädt er eigentlich gar nichts mehr. Und ja, weiß ich nicht, ob er dann das Smartphone noch anlässt und darüber betreibt. Aber eigentlich geht er dann raus und dann sagt, der ist voll und ich will ihn jetzt auch nicht überladen und ich schalte jetzt hier die Powerbank komplett aus, wenn der Ladestrom unter 100 Milliampere oder sowas ist. Was eigentlich Blödsinn ist, weil das Smartphone hat auch ein, ich sag schon, eine Ladekontrolle. Da kann ich nicht zu viel reinpumpen. Aber wenn ich noch was Altes habe, wie ein MP3-Player oder sagen wir mal so eine Headlamp-Taschenlampe, die mit USB aufgeladen wird. Aber die haben auch alle Ladecontroller und sagen dann irgendwie, ich bin voll, ich will nichts mehr. Naja, aber aus Sicherheitsgründen schalten die sich dann aus. Mir wäre es lieber, die würden weitermachen, aber das kann man sich nicht aussuchen. Man könnte jetzt hier vielleicht aufreißen und die kleine Schaltung, die da für das Ausschalten ist, identifizieren, indem man da viel durchmisst und dann vielleicht irgendeinen Transistor rausrupfen oder überbrücken, damit man diese unsägliche Sicherheitsschaltung da los wird. So, meine, ich sag mal, dumme Powerbank ohne Abschaltautomatik läuft hier schon seit 11 Minuten. Jetzt nehmen wir die mal raus. Und ich stelle sie mal vor hier, was ich da so habe. Das ist halt so eine dumme mit 2,5 mAh. Wohlgemerkt bei den 3,7 Volt, die der Akku liefert, nicht bei den 5,1 Volt, die da rauskommen oder 5 Volt. Das ist auch eine dumme. Das ist eine ganz praktische im Scheckkartenformat. Die schaltet sich aber, glaube ich, schon ab. Die hat, wie viel hat die? Schauen wir mal drauf. Ne? Stell scharf. 2100 Milliampere-Stunden und ich glaube, das ist auch eine Lithium-Polymer. Und wenn wir die jetzt mal, ich mache ein bisschen Platz hier reinstecken. Die kommt mit so einem kleinen hübschen Kabel. Mini-USB. Hat auch gar keinen normalen USB-Port wie die hier. Und ja, okay, müssen wir ein bisschen drehen. Ha, das Ding muss ich jetzt, weil es so kurz ist, so hin tun. Anders geht es nicht. Und das doch so rum. Das ist natürlich doof, wenn man so ein kurzes Kabel hat. So, und liefert dann auch Strom. Dann machen wir das hier aus. Modus. Stoppuhr.
suche inzwischen schon mal was raus. Das ist das hier. Und ich glaube, der schaltet auch irgendwann ab. Obwohl das ja auch nicht mehr als die hier. Von daher kein Vorteil. Wäre halt irgendwie schön klein. Ja, und als Anwendung wäre, wenn man so eine große hat hier, die hat sogar... wie steht's denn? 20.000 mAh. Wenn man so eine große hätte und macht jetzt zum Beispiel einen Geocache und wollte den verstecken und möchte jetzt nicht jeden Tag die Powerbank sag schon austauschen, dann nimmt man sowas Großes und muss dann, was weiß ich, alle 2 Wochen oder einmal im Monat hin, wenn die Schaltung selbst halt wenig Strom verbraucht. Da wird man dann immer auch darauf achten, dass die Schaltung möglichst wenig Strom verbraucht. Was dann wieder das Problem ist, dass die großen Powerbanks hier dann noch eher abschalten. Tja, das wäre das Problem. Und ich möchte jetzt gerne was entwickeln, was bauen, was die großen Powerbanks daran hindert, automatisch abzuschalten. Na, gucken wir mal. Also der scheint doch irgendwie länger zu laufen, der kleine, was es gut ist. Jetzt können wir hier noch ewig warten. Also bei 3 Minuten mache ich mal aus. Und da könnte man ja zum Beispiel, die hat mehrere Outputs. Und da könnte man ja aus einem Strom entnehmen für den Mikrocontroller. Das ist jetzt das Einfachste. Und in das andere irgendwas reinstecken, was Strom verbraucht. Zum Beispiel hier so eine LED-Leuchte. Wenn man die dann da so reinsteckt und den einmal einschaltet, dann leuchtet hier das Licht. Und da ich dann immer einen Verbraucher habe, sollte das hier eigentlich nicht ausgehen. Obwohl ist die Frage, ich habe jetzt nicht durchgemessen, wie viel das Teil braucht. Das könnte man ja mal machen. Oh, so einfach ist das nicht, doch. Indem ich das hier reinstecke. Na, läuft immer noch. Also der scheint auch dumm zu sein. Was gut ist. So. Ich halte das mal zu, sonst... was haben wir hier? 4,97 Volt. 80 mA ist das. 70 mA. Ich stell's mal hier hin. So. Und achten wir dann mal darauf, ob das dann irgendwann ausgeht und ob... blendet. Diese 70, 80 mA zu wenig sind und die Powerbank abschaltet. Weil sonst könnte man ja einfach da eins reinstecken. Wenn zum Beispiel die Schaltung, die können wir auch gleich mal durchmessen. Ich glaube, die macht hier ewig. Das sind 4 mA. Müssen wir mal die Schaltung hier, was die braucht. Weil ich weiß, bei dem schaltet er ab. Komm her. Was ein Gefummel. So, was haben wir da? Hat er schon abgeschaltet? Und das ging ja noch. Wär dann sehr schnell gegangen. So ist an.
Wir haben 4,55, 4,99 Volt. Und ja. Tja, jetzt geht er wieder an. Okay. Es dauert ein paar Sekunden und er zieht wirklich sehr wenig. Also, ich stehe jetzt 000. Das kann natürlich nicht sein. Und nach ein paar Sekunden geht es dann aus. Es ist ein bisschen mehr als 0 auf jeden Fall. Aber vielleicht kann das nur unter 50 mA oder sowas messen. Da müsste ich das Multimeter mal reintun. Was ein bisschen schlecht ist, weil die Kabel natürlich. Und hat abgeschaltet. So. Und wenn man dem jetzt noch einen zweiten verpassen würde. Am Verbraucher. Einfach so. Dann leuchtet der da unten. Gehen wir mal wieder auf unsere Stoppuhr. Naja, und zusammen erzählt jetzt nur den. Meistens ist das dann der Gesamtverbrauch interessiert. Ja, und scheinbar diese 70, 80 Milliampere, die reichen nicht aus, schaltet trotzdem aus. Das wäre aber das Einfachste, man hat irgendwie einen zusätzlichen Verbraucher, der halt Strom vergeudet und immer mitläuft. Am meisten zieht hier natürlich die 7-Segment-Anzeige, wenn hier alles an ist. Wenn hier alles an ist, dann braucht er am meisten Strom. Ja, und die 7080 da unten scheinen auszureichen, dass er sich nicht sofort ausschaltet. Gucken, ob der 2 Minuten läuft. Oder 3 oder 4 und dann sehen wir, aha. Das würde ausreichen. Das wäre die erste Möglichkeit, dass man immer einen Verbraucher hat. Was natürlich Blödsinn ist, das Ding verbraucht dann 100 mAh und das hier vielleicht 5 oder 10. Keine Ahnung. Wäre Blödsinn. Wir würden die Powerbank dann damit mit dem Licht leer machen und nicht damit. Und naja, können wir ja weiter beobachten. Ich will jetzt rausfinden, wie viel brauchen die Powerbanks? Also sind die dumm oder sind die schlau? Und wie viel brauchen die Powerbanks so ungefähr, dass sie weiterlaufen? Also die scheint hier irgendwie mit den 70 Milliampere-Stunden von der plus das, was wir hier haben, sagen wir mal 100 Milliampere-Stunden, scheint die nicht abzuschalten. Und dann will ich auch wissen, nach welcher Zeit schalten die ab. Und dann will ich mir eine kleine Schaltung aufbauen, die dann den entsprechenden Einschaltwert, sagen wir mal, der liegt bei 100 Milliampere-Stunden. Alle die würden nicht einschlafen, wenn ich 100 Milliampere-Stunden hätte. Wo er nicht abschaltet und dann ist natürlich nochmal die Zeit wichtig. Würden wir sagen, der schaltet nach 2 Minuten ab, der nach 3, nach 2,5, nach 1,5 und der war ja ein Dummer, ne? Das war gut. Und die höchste Zeit wäre irgendwie 2,5, schaltet er ab und der andere, das kürzeste wäre dann 1,5. Da müsste ich also alle Minute und 20 Sekunden, sagen wir mal, dann mindestens das, was der hier am höchsten braucht, 100 Milliampere, sagen wir mal, durchschicken. Und dann ist noch die Frage, wie lange? Für eine Millisekunde? Aber ich glaube, das kriegt er nicht mit. Der checkt wahrscheinlich in den Intervallen, wie viel ist jetzt gerade der Verbrauch
Und dann macht er weiter. Vielleicht reichen ja 10 Millisekunden. Wenn ich dann 100 Milliampere alle 10 Millisekunden, also 100 Milliampere für 10 Millisekunden alle Minute durchschicken müsste, ja, dann hätte ich ja fast keinen Stromverbrauch mehr, weil das verteilt sich ja auf die ganze Zeit. Also hier scheinen die 70 zu reichen. Und ich nehme den jetzt mal raus hier. Und versuche mal Folgendes. Ich mache mal aus. Ich glaube, lange drücken ist aus. Das ist übrigens sehr schön hier mit der Anzeige. Da habe ich wie viel Prozent. Bei anderen muss man auch einen Knopf drücken. Hier, der Logitech hat 10.000 mAh und das sieht man damit. So, vier LEDs. Dasselbe Prinzip ist hier. Man drückt und aha, das ist 3 von 4 voll. Und das ist das gleiche. Man drückt und sieht, aha, man hat 4 von 4 voll. Und außerdem kann man das Ding hier in die Sonne legen. Wie viel hatten das? 4.000 mAh. Und dann, ja, lädt es sich ganz langsam auf und. Naja, ist wahrscheinlich mehr in Spielerei. Wenn ich es dann 3 Tage in die Sonne lege, dann steht auch irgendwie, man darf nur 2 Stunden pro Tag. Oder waren es 3 oder 4? Aber ich habe das auch schon 8 Stunden, deswegen explodiert es nicht. Wenn es jetzt nicht irgendwie auch noch total heiß wird. Aber hinter der Glasscheibe wird es, wo ich das liegen habe, eigentlich nie so heiß. Ja, und da muss man ein paar Tage lernen, kann man einmal irgendwie sein Handy aufladen. Das ist natürlich nicht so effizient. Aber wer für so eine Mikrocontroller-Schaltung mal wieder was Tolles, wenn ich das Ding hätte und könnte das irgendwo im Wald für einen Geocache so anbringen, dass da Licht drauf fällt, eine gewisse Zeit am Tag und verbrauchen wird es nur wenig, weil da, dass ich einmal in der Woche einer durchguckt. Vorbeiguckt, dann wird es auch wieder fast ewig laufen. Ne? Und jetzt will ich mal, ich hatte doch noch ein paar von den Dingern. Einfach mal schauen, ob die alle mit diesen 70 Milliampere-Stunden auskommen. Na, mal suchen. Irgendwo hatte ich hier die LED-Dinger. Da habe ich einen gefunden. Da habe ich noch einen gefunden. Ah, der schaltet sich ab. Also 70 scheint nicht zu reichen. Und vielleicht kommt es ja auch auf den Port an. Ich versuche es mal mit dem Port jetzt. Und ich weiß, ich hatte da noch einige von. Ich suche sie gerade. Irgendwo müssen sie hier sein. So, ich habe sie gefunden, aber er hat sich schon wieder ausgeschaltet, also dem sind 70 nicht genug. Ich packe da mal eine zweite rein. Ist das richtig rum? Ich hoffe es mal. Okay. Halt strahlt er in beide. Der strahlt auch noch. Noch ein Strahlemann. Und die hier auch mal schauen. Das ist ja auch ein bisschen unpraktisch. Aber die Gumminippel wird man als erstes ver. So. Also ich schätze mal, der hier braucht den höchsten Wert. Mal gucken, ob sich der Rest abschaltet oder ob der mit den 70, 80 Milliampere-Stunden auskommt.
Dann brauche ich hier sowieso gleich mal den Timer, um zu messen, wie lang denn die Länge ist, bis er sich abschaltet. Wenn es zu wenig ist. Ja, mal mitlaufen lassen. Und ich schätze mal, so nach 3, 4 Minuten werden die sich dann auch nicht mehr ausschalten. Aber die Dinger sind, die werden natürlich irgendwann mal warm hier. Aber das ist ja meistens so, dass Elektrizität dann in Hitze umgewandelt wird. Ja, sieht doch noch alles schön am Leuchten aus. Tja, und ich glaube, dem ist das jetzt auch genügend, wenn zwei sind. Also muss es irgendwie zwischen 70 und 140 liegen. So, 4 Minuten. Ich glaube, das reicht. Jetzt müsste ich mal gucken, ab wie viel der denn, also der hat das Höchste. Ich schreibe es hier mal auf. Was haben wir denn da? Da haben wir einmal die V-Volt 20 Ampere-Stunden. Dann haben wir einmal die Logilink 10 Ampere Stunden, dann die Ansmann 10 Ampere Stunden und hier haben wir ja die Revolt. Ah. 4 Ampere Stunden. Okay. Jetzt muss ich rausfinden. Das war ja hier irgendwie was zwischen 70 und 140. Der ist mit 70 zufrieden, der ist auch mit 70 zufrieden und der war auch mit 70 zufrieden. Und jetzt ist noch die Frage von der Zeit. Die machen wir wieder raus hier. Wie lange es dauert, bis sie abschalten. Und da muss ich dann natürlich den nehmen, der am kürzesten ist, und mich nach dem richten. So hier. Ja, fangen wir oben an. Wie lang hält er durch, wenn er nur ganz wenig braucht? So, jetzt haben wir nur ein kleines Kabel. So, er hat angeschaltet, dann gehen wir hier auf die Stoppuhr und Start. Und der braucht ja irgendwie nur 10 Milliampere oder sowas. Zeit bis Abschaltung. Ja.
Moment, da gibt es ja zwei Ports. Ich bin gerade im roten und im schwarzen. Rot, schwarz. Rot ist nach 0,49 schon weg. Jetzt gehe ich mal in den schwarzen. Also da wird es schon reichen, alle 40 Sekunden einen Peak zu schicken. Die Länge ist natürlich dann auch noch eine Frage. Was wir dann brauchen, ist der Intervall zum Schluss. Und zwar den, ja, den größten gemeinsamen Nenner, ne? Dann die Dauer. Und die Stromstärke auch 49 Sekunden. Und hier müssen wir dann auch noch das näher herausfinden. Den müssen wir uns also noch mal anschauen. Jetzt gucken wir uns mal den an. Na, den Ansmann hier. Die 3 Sekunden ist nicht schlimm. Man soll sowieso 3 Sekunden, also ich will es ja nicht hier auf die Sekunde genau. Und lieber ein bisschen Buffer noch. Mal gucken, wie lang der braucht zum Ausschalten. Ja, und die Stromstärke ist ja klar, wie wir die regeln können. Einfach mit einem Lastwiderstand, den wir dann für den Intervall, für eine bestimmte, alle Intervall, alle 40 Sekunden scheinbar, für, müssen wir noch rausfinden, so und so viele Millisekunden auf so und so viel Milliampere anheben. Der fragt ja intervallmäßig ab, braucht, muss ich noch Strom liefern und schaltet sich sonst aus. Und da müssen wir dann immer reinfunken und sagen, hey, ja, hier, ich brauche noch Strom. Und dass der gar nicht auf die Idee kommt, sich abzuschalten. Ich probiere mal was anderes. Und zwar nehme ich mal hier so eine kleine elektronische Last. Die kann ich noch genauer einschalten, einstellen. Na? Tja. So war das nix. Direkt dann rein. 500 Milliampere. Okay, 8, 7, 6, 5. Okay, 50 Milliampere. Ob er da absch ja, er kann erst ab 50 Milliampere anzeigen hier. Gucken, ob der sich jetzt ausschaltet. Und wenn ja, wann? Ich kann ja noch mal neu machen. Und der kriegt hier seinen ganz normalen.
Also bei den 70 war ja das war ja 7 Minuten plus. Dann braucht ihr doch. Naja, das hat jetzt irgendwie wenig Sinn. Ich müsste noch tiefer runter. So, und das ist der Weg. Bis zu 10. Jetzt ist er so wirklich wenig. Jetzt zeigt er schon gar nicht mehr an. Jetzt haben wir einen ganz geringen Verbrauch. Aber zum Beispiel so ein Bewegungsmelder, der hat ja auch, wenn er nichts erkennt, einen ganz geringen Verbrauch von ein paar Milliampere. Und wenn da jetzt einmal am Tag einer lang geht, dann soll der nicht den ganzen Strom verbrauchen, um zu gucken, ob da einer lang geht. Jetzt hat er ausgeschaltet nach 39 Sekunden. Dann soll er da nicht den ganzen Strom verbrauchen beim Überwachen, ob da einer lang geht, sondern er soll halt da möglichst nichts verbrauchen, damit er in den seltenen Fällen, wenn da einer lang geht, das Licht noch anmachen kann. Ah, jetzt ist er schon auf 2. Das ist aber irgendwie, da war doch fast kein Verbrauch drauf. Naja. Gucken wir uns mal den Logilink hier an. Ja, wie denn nun? Doch so rum. Oh. Ja, 10 Sekunden oder so. Ja, ganz wenig. Um da eins zu machen, was mit allen geht, muss man hier. Neun Sekunden waren das, wenn ich mich nicht täusche. Das ist ja echt wenig. Neun Sekunden. Okay, dann haben wir, glaube ich, schon das Minimum gefunden. Jetzt gucken wir uns mal hier die Revolt noch mal an. Anzeige wieder.
35 Sekunden. Aber der 9 ist ja echt heftig. Den könnte ich eventuell dann noch ausschließen. Ich müsste mal den Stromverbrauch ausrechnen. Dass ich sage, den benutze ich nicht. Jetzt versuche ich es nochmal mit diesem extrem geringen, ob er da auch 49 durchhält. Sieht so aus. So. Und jetzt 35 Sekunden. Also 0,35. Das scheint irgendwie auch noch vom Verbrauch abhängig zu sein. Also da würden alle 30 Sekunden. Hier müsste ich alle 8 Sekunden. Hier alle 30, hier alle 30. Ich könnte jetzt sagen alle 30 und ich nehme den Logi-Link nicht. So, und jetzt ist das ja unser Kandidat, der geht ja mit 70 ewig. Die schalten sich ab. Und der schaltet sich ab. Also, wenn ich was habe, was 50 oder sowas verbraucht und sich nicht abschaltet, kann ich den Ansmann nehmen, ohne alles. Und habe ich was, was 70 verbraucht, dann nehme ich die. Und der ist jetzt, der brauchte ja, damit er überhaupt nicht ausgeht, noch mehr. Mit 70 sind die ja ewig gelaufen. Und das will ich jetzt rausfinden. Mal den unteren. Ja, und stellen wir den mal auf. Ah, mal hier rein. Stellen wir den mal auf. Sagen wir mal 100 mA. Und schauen, ob er dann abschaltet. Ah, so kann man das auch noch unten lesen. Wunderbar. Der braucht ja den höchsten Strom, um anzubleiben. Na, jetzt mal auch mal auf 90. Also 100 scheint zu reichen. Es hat ja auch gereicht, das Teil und das Teil. Das war ja 70 und ein bisschen. Schauen wir mal, ob die 49 Sekunden, also nach einer Minute ist er sowieso ausgeschaltet. Ob er die durchhält mit 100. Sieht gut aus. Also 100 scheint zu reichen. Für die anderen ja sowieso. Ja. Ich könnte jetzt nochmal auf 80 machen. Hier klemmt der Knopf ein bisschen. Der sieht zwar schön aus. Oder so. Nein, keine Pause. Stopp, Reset. Start. Jetzt bin ich bei 80 mA. Und da müsste auch irgendwo die Grenze sein, weil die
LED-Teile hatten hier auch so 70, 80. Und das hat ja auch ein klein bisschen was, auch wenn ich das hier nicht messen kann. Und ich schätze mal, er wird ausgehen bei 80, oder? Schauen wir mal. Noch läuft er. Doch, 80 ist auch noch okay. Dann frage ich mich, wie viel hatten die denn nochmal? Falsch rum bringt es nichts. Die haben nämlich auch 80. Und bei denen ging es ja dann irgendwie irgendwann auch aus mit einem nur. Obwohl, der hier hat natürlich auch wieder ein bisschen. Die Anzeige braucht ein bisschen. Vielleicht sind das auch nochmal insgesamt 10 mA, was das Teil braucht. Vielleicht ist nicht kalibriert und. Naja, es zeigt mir, was hier da ist, aber hier wird natürlich nochmal, da hat es ein bisschen Widerstand. Die LCD-Anzeige braucht ein bisschen. Es scheint mir das Teil und das. Ich würde irgendwie eher so ein 80, 90 würde ich sagen, sind das vielleicht hier eher. Und 80 ist dann nur diese LED. Schauen wir mal. Ja, und wenn wir den jetzt direkt reinstecken, das hatten wir ja eigentlich schon ausprobiert. Jetzt machen wir es nochmal. Dann schaltet er sich ab. Also ich würde sagen, 100 mA ist ganz gut. Sprich, wir müssen 100 mA alle 8, sagen wir mal 7 Sekunden für eine Dauer von. Das müssen wir testen. Durchschicken. Jetzt geht er nicht aus. Aber er war vorher mal ausgegangen. Vielleicht hält das auch noch von dem Akkuzustand ab, obwohl der ist ja immer noch bei 100%. Nehmen wir 100 mA. Sind wir auf der sicheren Seite. Nicht, dass wir dann 70 nehmen und er funktioniert dann nicht jedes Mal. So, jetzt, wie kann man eine Schaltung machen, wo man in bestimmten Intervallen eine bestimmte Stromstärke, das ist ja klar, mit dem Widerstand. Und jetzt brauchen wir noch einen Timer. Man könnte nehmen. Eine Schaltung mit einem NE555 Timer. Timer kostet, glaube ich, 25 Cent oder sowas. Dann bräuchten wir noch einen Widerstand und zwei Kerkos
zum Einstellen und haben dann einen Multivibrator. Und dann brauchen wir sowieso noch mal einen Widerstand für den Verbraucher. Aber die sind ja nicht teuer, sagen wir mal, die zwei, der Widerstand, zwei Kerke sind auch 25 Cent. Dann sind wir ungefähr bei 50 Cent für die Schaltung. Müssten, aber sind überhaupt nicht flexibel. Wir können natürlich ausrechnen, wie hoch muss der Widerstand sein. Also mit R gleich U durch I können wir dann ausrechnen, aha, der muss so und so. Mit den Kerkos können wir dann einstellen, wie lang soll er an sein. Und dann den Impuls machen. Und dann wieder ausgehen. Geht schon, aber naja, wahrscheinlich nicht so super genau. Wird ungefähr 50 Cent kosten an Bauteilen. Und dann brauchen wir, ach ja, was wir noch brauchen, ist so ein Kabelchen. Beziehungsweise ja, irgendwie eine Buchse. Eine Buchse brauchen wir auch noch mal, wo ich dann von hier in meinen Adapter komme. Also eine Buchse kommt auch noch mal dazu. Die kosten auch noch mal so 50 Cent. Dann sind wir irgendwie bei 1 Euro für die. Man könnte auch den hier noch mal ersetzen durch mit drei Transistoren NPN, ich glaube noch mal zwei Kerkos und dann hier noch mal die Widerstände und noch mal zwei Kerkos und die sind auch ungefähr bei 1 Euro, vielleicht ein bisschen weniger. Weil die Transistoren dann billiger sind als der. Aber dafür müssen wir mehr löten, brauchen eine größere Lochpflaster. Oder wir nehmen. Da muss ich auch kurz suchen. Da müsste es drin sein. Wir nehmen einen Mikrocontroller. Und zwar. Was ist das hier? Das ist nicht. Das wäre doch ganz praktisch. Da habe ich auch noch zwei nur noch. Kein Arduino Nano, sondern hier so ein DigiSpark, das ist ein Tiny. Der reicht ja aus, weil ich brauche ja eigentlich nur eine Leitung. Wo ich dann ein Signal schicke und mit dem Transistor dann hier über den Lastwiderstand dann 100 mA rausnehme. Und der ist eigentlich ganz praktisch, weil den kann ich ja direkt da so reinstecken. Der geht natürlich jetzt, weil er auch so wenig braucht. Der ist ja nur am Blinken hier. Mach das mal aus, dann sieht man am Blinken. Na komm. Der geht gleich aus. Der braucht sehr wenig, würde ich sagen. Die braucht vielleicht noch weniger. Ich könnte es ja noch mal durchmessen, aber ich glaube, der ist unter den messbaren 50 mA. Kommt drauf an, wenn der jetzt viel braucht, ist es natürlich. Jetzt sind sie gerade abgeschaltet. Also der ist unter den 50 mA. Ja, das ist ein AT-Tiny Mikrocontroller. Dann kann ich hier noch die LED auslöten. Die ist nicht nötig. Die spreche ich einfach nicht an. Und das Praktische ist, ich kann das ja direkt da reinstecken. Da kommt hier nochmal so ein bisschen ein Lochrasterplatte da dran. Und eine Buchse, die bräuchte ich ja sowieso. Nochmal hier so eine Buchse und dann kann ich das da reinstecken. Und, na jetzt hat er sich natürlich ausgeschaltet, ich kann meine Timer dann wunderbar einstellen, wie ich das will. Ich kann also auch die 7 Sekunden, die werden einfach reinprogrammiert machen. Und ja, die Dauer kann ich auch schön
ausprobieren, wo ich dann hier bei der, die würde ich dann nehmen, dann immer die Kerkus austauschen muss. Ah ja, und nee, doch noch kürzer, ah nee, doch länger. Und dann muss ich hier nur eine Programmzeile auswechseln und sage ich, ja, probier's mal mit 10 Millisekunden. Und wenn das nichts bringt, geh auf 100 Millisekunden. Und wenn das zu viel ist, versuchst du auch mal mit 50 und so weiter und so fort. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Da bräuchte ich hier so ein DigiSpark. Mit ATtiny. Ich glaube, 85 ist da drauf. Kostet ungefähr aus China 1,50 € plus Versand, sagen wir mal, wenn ich mehrere bestelle, 2 €. Die Kerkus kann ich mir schenken. Ich brauche natürlich die Buchse. Ach, die Buchse käme hier auch nochmal dazu, ne? Ja, das ist halt 1,20. Das ist ja auch nicht teurer. Also dann käme hier nochmal die Buchse dazu. Und ein bisschen Lochraster und haben Widerstand. Die sind, glaube ich, 50 Cent. Aber dann bin ich irgendwie bei 2,50 € plus halt Kleinzeug noch, Lochraster und dann, ja, nicht bei 3 oder 3,50 oder sowas. Und kann mir die dann aber auch irgendwie programmieren, wie ich will. Und steckt das Ding dann hier einfach rein. Da kann man sich hier nochmal so ein 3D-Gehäuse drumrum machen. Da kommt ja dann hinten sowieso die Buchse dran. Hier kann man auch schön löten. Muss ich nur mal gucken, ob. Hier hinten das Data, das brauche ich eigentlich gar nicht. Das lassen wir so. Wir brauchen ja einfach nur die. Und ich glaube, die gehen rein hier mit GND und VCC, was wir da stehen haben. Geht das noch schärfer? So, mit GND und VIN. Das werden die beiden sein. Und dann kann ich hier eine kleine Last noch drüber. Muss halt den entsprechenden Widerstand. Und dann muss ich schalten über den Transistor. Ja, und bei 100 mA reicht mir ein einfacher Transistor. Ein PNP, so ein weiß ich nicht, 5 Cent oder 10 Cent Teil. Weil das sind dann bei 5 Volt sind das dann ein halbes Watt. Das können die ab. Hoffe ich doch mal. Und außerdem schaltet der nur ganz kurz. Und dann ist er wieder aus. Da brauche ich keinen fetten MOSFET ist es gut. Sondern da taucht dann ganz normal NPN. Dann wird das eigentlich ganz günstig. Ja, und dann kann ich mir hier dieses Teil machen und da reinstecken. Und dann müsste der ihn immer wieder aufwecken und ich hätte dann keine Probleme. Jo. Machen wir da mal ein Projekt draus.